Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge der FC Liverpool Trainerkarriere hier auf meinem Kanal. Willkommen zum Liverpool Sonntag. Wer den gestrigen RB-Freitag verpasst hat, schaut gerne auf meinem Kanal vorbei. Da ist natürlich die Leipzig-Folge online. Morgen geht's weiter mit Dortmund und heute, wie gesagt, in der Premier League mit Liverpool. Wir werden gegen Queen's Park Rangers, die kennt man ja noch irgendwie von vor ein paar Jahren. Queen's Park Rangers war für mich immer der Begriff für, wie hieß er, Sean White Phillips. Leute, der war in FIFA immer richtig heftig, der war so schnell, Sean White Phillips. Ich hoffe, dass ich ihn jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich denke mal, diejenigen, die schon etwas länger dabei sind und länger auch schon FIFA spielen, die kennen Sean White Phillips. Dann werde ich auf jeden Fall selber spielen gegen Tottenham. Atalanta müssen wir mal gucken, ob ich das simuliere. Ja, das weiß ich noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht spiele ich das auch sogar selbst. Dann West Ham simulieren und Brighton Albion simulieren. Ich kann aber ganz kurz einmal reingucken in die Tabelle der Champions League, ob wir das Spiel alleine spielen sollten oder ob ich das eventuell simulieren werde. Atalanta, ein Punkt. Wir werden simulieren. Wir werden simulieren. Wir haben 3 Siege, keine Niederlage in der Champions League. Also unser Fahrplan steht. Fahrplan für die nächste Folge kann ich euch direkt mal sagen. Oder ihr könnt natürlich gerne unten reinschreiben in die Kommentare. Haben wir dann hier Midtjylland, Manchester United. Ich denke mal, da ist die Entscheidung klar. Everton, Sheffield, Ajax, Chelsea dann. Oh, da geht es auch wieder richtig ab in der nächsten Folge. Freue ich mich schon drauf. Heute aber erstmal Pokalspiel gegen Queen's Park Rangers. Ist unsere Mannschaft dann fit? Hat Salah, Mané, Mbappé, haben die drei da Lust, vorne ein paar Törchen zu machen? Ja, letzte Trainingseinheit vor dem Spiel. Okay, da sieht es jetzt noch nicht so gut aus, aber wir haben ja noch 2 Tage hier. Ein Tag Pause, Mittwoch und dann direkt am Samstag dann Tottenham. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber die Spieler sind weitestgehend fit. Wir lassen mal Van Dijk. Wir gönnen mal Van Dijk eine Pause. Hier, dieser Wilson wollte ich spielen. Na komm, wir spielen einfach mal Wilson im Zentralen, dass er zufrieden ist, dass er glücklich ist, aber der Rest wird genau so spielen. Mbappé, Salah, Mané, ich möchte hier Queen's Park Rangers aus dem Stadion schießen. Das ist der Carabao Cup, Jungs. Dux Share, also ich kenne da gar keinen, bin ich ganz ehrlich, ich kenne da gar keinen Ultimativ. 5 Minuten im Kian Prince Foundation Stadion. Ultimativ 5 Minuten, let's go, wir gehen rein. Abfahrt! Ich gebe jetzt einfach mal eine Prognose ab. Ich glaube, das wird sehr, 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 sehr schnell und auch sehr eindeutig. Und ich werde immer so beim 4-5-0, werde ich das Ganze simulieren oder bis zum Endergebnis springen, weil wenn wir 4-5-0 führen, muss ich dann auch nicht mehr, ja, gegen, keine Ahnung, gegen so einen Larry spielen. Ah, Firmino spielt so solche geilen Pässe, ne? Firmino spielt solche geilen Pässe, Mbappé! Bam! Und wer auch sonst? Wer auch sonst natürlich? Kylian Mbappé. Wer auch sonst, Mann? Junge, Junge, Junge. Der Typ ist zu krank, Mann. Der Typ ist zu krank. Ich sag's jede Folge. Aber es ist aber auch einfach wieder, immer wieder geil, mit ihm die Tore zu machen. Kein Abseits, kein Abseits, kein Abseits. Und es ist wieder Mbappé. Nicht mal 5 Minuten später und jetzt macht er ihn. Jetzt macht er sein Torjubel hier. Bam. 2-0. Oh, Wilson würde ich das Tor gönnen. Wilson würde ich das Tor mega gönnen. Wilson, Wilson, Wilson. Junge, der hat mich quasi vor dem Spiel gefragt, ob er dieses Spiel spielen darf. Und jetzt steht es nach 16 Minuten 3-0. Wilson macht das Ding. Und ich würde sagen, ich simuliere jetzt einfach schon nach vorne, Jungs. Wenn wir nach 15 Minuten 3-0 führen, dann können wir dieses Spiel gar nicht verlieren. Und wenn wir jetzt doch verlieren, dann ist es... Wilson hat den Elfmeter WTF und es ist beim 3-0 geblieben. Ich habe einfach nach 17, Leute, ich habe 17 Minuten gespielt, ich habe alle 3 Tore gemacht, bin zum Endergebnis gesprungen und einfach 0-3 ist es ausgegangen. Der CPU hat einfach nichts mehr gemacht. Der CPU hat sich gedacht, nö, ich lasse den Controller liegen. Das nächste Spiel wird aber jetzt nicht so einfach. Tottenham Hotspurs. Das ist schon ein ganz, ganz anderes Kaliber. Und mit unserer Fitness sieht das auch nicht so saftig, knaftig aus. Mbappé würde ich aber ungern aus der Mannschaft entfernen. Van Dijk kommt auf jeden Fall wieder rein. Hier kommt Wijnaldum, spielt im Zentralen. Mbappé lasse ich spielen. Mbappé lasse ich spielen. Thiago kommt auf die Bank. Und genauso gehe ich rein. Und ich hoffe, das ist jetzt keine Fehlentscheidung, mit einer nicht so ganz fitten Mannschaft gegen Tottenham zu spielen, die auf Platz 5 der Tabelle sind.
Und haben sie sich eingeholt. Lo Celso, Bergwijn, Sissoko, Wings, Piquet. Piquet bei Tottenham, aber auch hier. Lamela nicht ganz so fit. Lo Celso, Davis hinten links. Und auch ein Piquet nicht ganz so fit. Ultimativ 5 Minuten, wir gehen rein. Let's go. Punkte sollten wir gegen die Spurs auf jeden Fall nicht liegen lassen. Deswegen anstrengen, ganz normal spielen, so wie eben gegen Queen's Park Rangers. Das war ein sehr guter Start. Aber da konnten wir uns auch einfach zu easy durch die ganze Abwehr kombinieren. Das wird jetzt gegen Tottenham wahrscheinlich nicht so passieren. Lamela, na, was geht hier ab? Kann ich mal den Ball haben, Jungs? Lo Celso. Harry Kane, da müssen wir aufpassen. Harry Kane, der kann eigentlich aus jeder Position schießen. Der hat einen enorm guten Schuss. Alter, wir lassen uns zu einfach vernaschen hier. Robertson. Ich versuche hier mal zu stellen und es gibt einen Eckball auch noch in den ersten Minuten. Welche Minute haben wir? Sechste, siebte? Sechste, siebente Minute. Erste Ecke. Und natürlich wird Harry Kane gesucht. Aber ein Glück wird er nicht konkret gefunden. Und jetzt könnten wir, wenn wir das schnell spielen und wir spielen es, versuchen es schnell zu spielen. Sadio Mané. Ah, Sadio Mané, Rückraum. Wijnaldum. Ah, ich wollte Mbappé mitnehmen. Schade. Oh! Was habe ich gerade eben noch gesagt? Man sollte Harry Kane nicht zum Schuss kommen lassen. Zack, 1-0 Tottenham. Perfekt. Ah, jetzt laufen wir einen Rückstand hinterher, Mann. Ey, das ist genau das, was ich hier nicht wollte. Das ist doch lächerlich, Mann. Komm, Mbappé, Firmino. Und jetzt oben Salah. In die Mitte ziehen. Und da steht halt kein schlechter Keeper im Tor, ne? Mit Hugo Lloris, Henderson aus der zweiten Reihe. Oh, der Ball war heiß. Ey, wieso? Was war das denn? Oh shit, Jungs. Was passiert hier gerade? Jawohl. Stark, Wijnaldum. Überragend den Ball geholt und jetzt links raus Sadio Mané. GG. Firmino im Rückraum. Und das war ein Schritt zu viel zur Grundlinie. Mané mit dem Kopf oder auch nicht. Wijnaldum raus. Mbappé verliert die Kugel. Mann. Ja, das kann doch wohl nicht wahr sein. 2-0. Was? Mann. Hier hätte ich eigentlich den Ball schon haben müssen. 2-0 Lo Celso. Perfekt. Oh, ist das ätzend. Ey, hört doch auf jetzt hier. Hört doch auf. Ey, sowas hatte ich noch nie. Ich lieg nach 33 Minuten. 3-0 hinten. Harry Kane mit dem Doppelpack. Wir lassen uns hier abschießen. Gegen Tottenham. Das, wenn mich jemand vor dieser Partie gefragt hätte, hätte ich gesagt, ja, es wird schwer. Habe ich auch gesagt. Hätte ich so vielleicht 2-1 geschätzt. Dass es jetzt 3-0 für Tottenham steht. Bruder, da muss ich ganz dringend los. Komm, Mané. Aber in FIFA sollte man nie aufgeben. Ganz oben Salah. Und er nimmt den Ball nicht so schön an. Und deswegen verspringt er der Ball. Und deswegen macht er ihn nicht rein. Nein, oder? Ey, das kann doch nicht sein. 44. Lo Celso mit dem Doppelpack. Ey, ich krieg hier 4 Tore eingeschenkt. In einer Halbzeit. Das kannst du dir nicht ausdenken. Es ist kein Vorbeikommen da. Ich raste gleich aus. 4-0. Ey, das ist peinlich. Das ist wirklich peinlich. Ey, kann ich auch Rage quitten gegen den CPU? 5-0 Harry Kane, was passiert hier heute? Guckt euch das an. Das ist traumhaft gespielt. Dreierpack Harry Kane. Also jetzt habe ich schon langsam aufgegeben mit der Hoffnung. Beim 4-0 und 3-0 dachte ich noch, ja, vielleicht komme ich da noch ran. Aber 5-0, das ist anders. Das ist wild. Wild von Tottenham.
Jetzt guckt euch, ich kann nichts machen. Ich spiele wie immer eigentlich. Und es gibt noch ein Foulspiel, jetzt gibt es ein Foulspiel. Thiago rein. Ey, jetzt krieg ich zu viel. Es ist... ich weiß gar nicht, was ich sagen soll mehr. Ich spiele wie immer. Arnold, setz doch mal den Körper da ein. Es steht 6:0. Es steht verdammt nochmal 6:0 für Tottenham. Und dann hält er den auch noch. Und wenn ich dann mal eine Chance bekomme, ist Hugo Lloris zur Stelle. Zur Tat und zur Stelle. Und pariert, ey. Also ein, zwei Türchen hätte ich verdient gehabt. Also jetzt kommt hier wirklich alles faustdick, sag ich mal. Faustdick auf mich zu. Harry Kane, hau ab bitte. Danke, Van Dijk. Also ein Türchen will ich noch machen. Den Ehrentreffer will ich erzielen hier. Den Ehrentreffer. Ist mir auch vollkommen egal, ob jetzt mit Mbappé oder... mit Mar... Also Firmino. Ich habe dich im ersten Spiel noch gelobt, dass du immer traumhafte Pässe spielst. Und was war das jetzt hier? Hätte er den besser gespielt, wäre Sadio Mané allein aufs Tor zugegangen. Oh, das war stark. Das war stark von Wijnaldum. Und den muss er machen. Und den macht er wieder nicht. Ey, Leute. Ja, es ist vorbei. Tottenham schießt mich ab. GG. Spiel ist verloren. Aber... ein paar Tore hätte ich trotzdem machen müssen eigentlich, finde ich. Kopfschütteln. Was anderes gibt's nicht. Moral im Keller? Ja. Leute, es tut mir leid, aber heute war hier nicht mehr drin. Und dass überhaupt so ein Spiel mal jemals passieren würde, hätte ich niemals gedacht. Ja, Firmino, bleib auf dem Teppich. Hallo Boss, ja... ich mache das, was für das Team am besten ist. Mbappé, du musst mal ein bisschen von dem hohen Ross runterkommen, Kapi. Nein, so, ich hoffe, dass wir jetzt die Simulation hier gegen Atalanta gewinnen. Ansonsten, ich glaube, brennt der Busch hier. Der Busch brennt. Aber mit die... oh, alle sind nicht fit. Guckt euch das an hier. Doppelbelastung on fire. Ich muss Mbappé rausnehmen für ein Spiel jetzt. Es geht nicht anders. Und ich habe aber keinen richtigen Ersatzstürmer. Das heißt, ich muss Firmino ein Spiel im Sturm spielen lassen. Dann kommt Oxlade-Chamberlain dahin. Naby Keita, also ich muss eigentlich hier... Diego Jota muss für Salah rein. Ich glaube, ich riskiere dieses Champions-League-Spiel zu verlieren, aber... ja, so werde ich spielen. Holländer Waldfrosch. Ja, ich muss es so machen. Champions League sieht ja gut aus mit 9 Punkten. 4 hat Ajax, Mütjan 2 und Atalanta halt wie gesagt nur 1. Wir könnten Atalanta jetzt quasi 3 Punkte schenken, so gefühlt. Aber wir gewinnen die Simulation. Diego Jota und Roberto Firmino, trotz der Rotation, sage ich mal, gewinnen wir souverän 2:0. Und das heißt, wir kommen hier in der Champions League, sind wir jetzt mit diesem Sieg auf jeden Fall safe weiter. Safe im Achtelfinale. Aber das, was mich richtig nervt, ist diese Niederlage gegen Tottenham. Und wir sind jetzt einfach 6 Punkte hinter Man City. Punkt gleich mit Manchester United und ein Punkt weniger hat Chelsea. Also es ist so spannend hier in dieser Karriere. Unfassbar. Unfassbar. Was ist im Büro da schon wieder los? Wer möchte da etwas von mir? Nächstes Spiel ist hier gegen West Ham United. Sollten wir auf jeden Fall auch gewinnen und ich hoffe, die Spieler sind fit. Was ist jetzt hier für ein Nationalteam? Naja, bam bam. Angebot zurückgezogen. Ich möchte kein Nationaltrainer werden. Ich möchte mich hier fokussieren auf den FC Liverpool. Okay. Das heißt, ich kann jetzt hier ein Spiel... ich lasse Dings noch da im ZOM. Dann kommt aber Salah hier wieder rein. Van Dijk geht ein Spiel raus. Joe Gomez. Dann Tsimikas spielt auch mal hier für Arnold. Und Diego Jota hat sich belohnt. Komm, Leute. Der hat das Tor gerade gemacht. Diego Jota hat sich belohnt. Jota hat sich belohnt. Und deswegen macht er jetzt hier das Spiel gegen West Ham United. Den Rest lasse ich so. Wir gehen rein in die Simulation. West Ham ist auf dem 8. Platz. Also sollte man nicht unterschätzen. Daumen drücken. 1:1. Und Diego Jota hat es wieder gemacht. Und ich spiele unentschieden. Oh, Fredericks. Och nein. Jetzt, Leute, heute läuft wirklich alles gegen uns. Das ist doch lächerlich, Mann. Das gibt's auch gar nicht. Das kannst du keinen erzählen. Ein Glück hat
Und Man City hat noch nicht mal gespielt. Wir wissen, oh, kacke. 2 Punkte ist Manchester United vor uns. Tottenham 2 Punkte hinter uns. Everton 4 Punkte hinter uns. Chelsea 1 Punkt hinter uns. Und ja, Man City gewinnt natürlich mal wieder. Das ist... 8 Punkte sind sie vor uns. 8. Verdammt noch... Verdammt viele Punkte. Mann. Gegen wen spielen wir jetzt noch? Hier gegen Brighton Albion, glaube ich, ne? Da müssen wir wieder mit unserer besten Aufstellung spielen. Weil wenn wir da Punkte liegen lassen, dann bin ich hier heute wirklich fuchsteufelswild. Manometer. Ja, es war auch klar, ne? Firmino spielt nicht im ZOM. Mané muss vorne links rein. Hinten rechts Arnoldchen. Van Dijk als Brecher in der Innenverteidigung. Und ich hatte ja auch immer mit Thiago eigentlich gespielt. Aber im Mittelfeld kann ich sehr viel rotieren, weil wir viele gute und sehr gute Mittelfeldspieler haben. Aber jetzt gegen Brighton Albion müssen wir gewinnen. Wir müssen einfach gewinnen. Es ist einfach so. Die sind auf dem 14. Tabellenplatz. Und wir sind derzeit auf dem 5., weil wir ja ein Spiel jetzt hier noch hinterherhängen. Aber wir könnten auf Platz 2, glaube ich, kommen, so wie ich das richtig gesehen habe. Bitte, 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 mach jetzt Troll nicht rein. Ja, 3-1, Mbappé. Wer hat's noch gemacht? Salah und Firmino. Genau die drei da vorne. Wunderbarski. Wunderbarski. Und somit sind wir auf Platz 2 wieder, oder? Oh ja, Champions League wieder hier am Start. Okay, ich möchte noch einmal in die Tabelle schauen, reinschnökern. Tabellchen und Premier League. Man City hat wieder, Leute, Man City ist heftig, Mann. 12 Spiele, 13 Spiele, 12 Siege, 1 Unentschieden, 0 Niederlagen. Ein Glück haben wir noch das Rückspiel, das direkte Duell. Und ich hoffe natürlich, dass irgendwie Man City auch gegen Chelsea verliert oder sonst wen. Aus meiner Sicht machst du das gut. Firmino, mach dir keinen Kopf, du bist gesetzt bei uns, Mann. Du bist gesetzt. Punkt, fertig, aus, Leute. Das war's hier für die heutige Folge der Trainerkarriere mit dem FC Liverpool. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Auf Kylian Mbappé ist Verlass. Da kommen die News nochmal rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüssi.